Hier ist Berlin, hier ist Leipzig, hier ist... Ach du lieber Himmel. Ja, aber wo ist denn bitte Ralf Schmitz hier? Der befindet sich in unserem schönen Punkt 12 Studio, das heute mal umfunktioniert wird. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Ich darf das Wetter machen? Darfst du, Ralf, und zwar in 3, 2, 1... Im Norden, ne? Nur gerade wieder los, da gibt's schlechtes Wetter, ne? Das ist gar nicht mal so gut. Gar nicht so einfach, denn Ralf steht in einem großen grünen Raum und sieht die Karte nur auf einem kleinen Monitor. Und so sehen sie das dann zu Hause. In Berlin wird's auch nicht besser. Ich glaub das nicht. Was soll nicht? Dann haben wir hier unten München. Hier ist München? Ja, hier München im süddeutschen Raum. Da schaut die Sonne ein bisschen, schaut die Sonne ein bisschen raus aus dem Rücken. Wie ein echter Profi. Und das, obwohl er gar nichts davon wusste, dass wir ihn heute vor die Wetterkarte bitten. Aber kein Wunder, dass es bei Ralf so gut klappt. Immerhin ist Improvisation sein Spezialgebiet. Morgen zeigt er das in seiner neuen Show Hotel Verschmitzt um 22.30 Uhr bei RTL. Was machst du? Sieht nach ordentlich Spaß aus. In der verrückten Impro-Show flüstert Spielleiter Frank Buschmann den Promis Anweisungen ins Ohr. Die müssen dann auf der Bühne spontan reagieren. Begrüße Ralf wie einen Welpen. Ich bin selber überrascht, aber es macht mich unglaublich an. An seiner Seite hat Ralf diverse Kollegen wie Comedian Kristall oder hier Schauspielerin Katrin Osterode. Ja, nicht springen. Na sowas, selbst als Hund macht Ralf eine gute Figur, ein echtes Multitalent, auch bei uns als Wettermoderator. Und wir fragen uns, was kann der Mann eigentlich nicht? Ich kann nicht zeichnen. Es sieht alles aus wie eine Giraffe, die sich gerade übergibt. Guck mal. Und wahrscheinlich könnte er uns sogar damit noch so richtig zum Lachen bringen.